Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Trinity Prime Vampire Leech Build zeigen und wir legen einmal los. Dieser Build benötigt zwei Former und sieht folgendermaßen aus. Wir haben als Aura minus 30% Armor für unsere Gegner, dann haben wir plus 12% Slide, minus 30% Friction und plus 15% Fähigkeitenreichweite. Dann haben wir plus 90% Fähigkeitenreichweite, minus 60% Fähigkeitenstärke, plus 55% Fähigkeitenstärke, minus 27,5% Fähigkeitendauer, plus 30% Stärke, plus 45% Reichweite. Dann haben wir plus 220% Schild und plus 220% Leben. Den könnt ihr natürlich auch, solltet ihr den Prime-Mod noch nicht haben, gegen den ganz normalen standardmäßig austauschen. Dann haben wir plus 60% Fähigkeiten-Effizienz, minus 60% Fähigkeiten-Dauer. Dann haben wir noch einmal plus 30% Fähigkeiten-Effizienz. Und zu guter Letzt kommt dann der Augment-Mod, der dafür sorgt, dass überschüssige Energie unser Schild wieder auflädt. Das ist natürlich sehr praktisch und sorgt eigentlich immer dafür, dass unser Schild oben bleibt. Wir kommen zu Werten von einer Fähigkeit von 12%, einer Effizienz von 175%, einer Reichweite von 250% und einer Stärke von 125%. Wie man hier jetzt schon sehen kann, ist der Hauptaugenmerk auf 250% auf die Reichweite ausgelegt und wir schauen uns einmal in der Fähigkeit selbst an, wieso und weshalb. Da haben wir die Fähigkeit, wir zahlen gerade mal noch 13 Energie dafür, haben eine Reichweite von 250 Meter, also Gegner in einer Reichweite von 250 Meter können wir schon damit auswählen. Wir haben eine Dauer von 1,12 Sekunden und pro Puls werden 31,25 Energie abgegeben. Und das Ganze in einem Radius von 52,5 Meter. Und daran erkennt man schon, warum wir so viel Reichweite haben wollen. Da wir natürlich wollen, dass unser ganzes Team möglichst immer Energie abbekommt, wollen wir natürlich auch die Reichweite möglichst hoch haben. Kosten sind auch relativ gering, so dass selbst wenn wir mal wenig Energie haben, sollten schnell wieder die Fähigkeit benutzen können und so dafür sorgen können, dass wir und auch unser Team schnell wieder Energie dazu bekommen. Ja, das war es soweit wieder mit dem Bild. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr anders machen würdet, wie euer Bild vielleicht aussieht. Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like freuen und genauso über ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin erstmal. Tschüss.